Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist endlich mal wieder Zeit für ein Stall-FMA. Und heute steht einiges auf dem Programm. Wie ihr seht, ich habe schon mein Auto geholt und meinen Anhänger angehangen. Denn als erstes geht es mit der Kobi heute zum Annaberger Hof zum Geländetraining. Anschließend werde ich den Kato reiten und danach noch ein bisschen was mit dem Wölbchen machen. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall alle drei Ponys sehen. Ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. Ich bin nämlich wie immer schon ein bisschen spät. Aber vorher zeige ich euch noch ganz schnell meine Sattelkammer. Die habe ich nämlich schon gepackt. Und es kommt sehr, sehr oft die Frage, was ich denn zum Geländetraining mitnehme. Und das werde ich euch jetzt einmal zeigen. Wir starten einmal in der Sattelkammer selber. Und zwar ist hier mein Sattel. Da drüber liegt die Schabracke, die ich heute mitnehme. Da drüber liegt mein Gelpad mit dem Rand. Und darüber mein Stollengurt. Den habe ich ja jetzt noch gar nicht so lange, aber die Kobi kommt super damit zurecht. Und da es ja heute ins Gelände geht, brauche ich den auf jeden Fall. In der unteren Abteilung seht ihr hier meine Sicherheitsweste von USG. Meine Reitstiefel stehen hier auch schon rum. Außerdem meine Putztasche und meine Geländegamaschen. Das hier sind die Gelände... Boah, da klebt ein Haargummi dran. Warum klebt da ein Haargummi dran? Das sind meine Geländegamaschen tatsächlich für hinten. Und ich habe die Kobi jetzt endlich an lange Gamaschen hinten gewöhnt. Das heißt, die kann ich heute das erste Mal im Gelände anziehen. Gamaschen für vorne, Sprungglocken und natürlich mein Stollenköfferchen. Hier oben hängt dann meine Trense und mein Vorderzeug. Hier an der Seite sind dann noch diverse Sachen wie Sporenhandschuhe, Leckerlis natürlich, nochmal Ersatzgamaschen und da unten ein Schwamm, das Polster für Kobi und nochmal so ein bisschen Pflegekram. Und hier an der Seite hängt mein Reithelm. Wie schön ist er, bitteschön. Außerdem das Fliegenmützchen für die Kobi und da unten nochmal ein paar Handschuhe, mein Deo. Und ein absolutes Must-Have, mein Trockenshampoo. Generell habe ich die Sattelkammer ja eh immer so ein bisschen vorgepackt. Also es gibt einfach Standardsachen, die da drin sind, wie zum Beispiel das Kühlgel, das Schweißmesser, Handtücher. Ich habe immer auch eine Pitsche drin, Handschuhe habe ich immer drin, Fliegenspray. Also ich habe eh eine Standardausstattung in der Sattelkammer. Dann geht nämlich das Packen, wenn ich losfahren möchte, einfach immer viel schneller. Und ich habe ja sowieso auch ein komplettes Putzset da drin. Und das macht das Packen dann immer sehr, sehr schnell und easy. Vielleicht habt ihr euch bei einem Teil gewundert, und zwar bei meinem Trockenshampoo. Das ist aber tatsächlich inzwischen ein absolutes Must-Have in meiner Sattelkammer. Ich glaube, wenn ihr mir auf Instagram einigermaßen regelmäßig folgt oder auch hier auf YouTube, ihr wisst, dass ich ein absoluter Trockenshampoo-Junkie bin. Ich liebe, 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 liebe Trockenshampoo, weil es gerade bei meinem Haartyp, also ich habe halt echt relativ dünne Haare, nicht zu wenig, aber einfach dünn und die fetten super schnell, gibt es einfach keinen besseren Styling-Tipp als ein gutes Trockenshampoo, wenn man schnell wieder gut aussehen möchte. Und ich habe mir das tatsächlich inzwischen einfach angewöhnt, das mit im Hänger zu haben, weil es immer mal Situationen gibt, wo ich das tatsächlich brauche. Ich kann euch das eh nachher besser demonstrieren, wenn ich meine Helmfrisur habe, aber insbesondere, wenn ich zum Beispiel auch Shootings habe oder sowas, normalerweise plant man das ja so, dass man zuerst irgendwie die schönen Haare hat, dann setzt man irgendwann den Helm auf und macht die Reitfotos. In der Realität ist das anders, dann hat man auch die Reitfotos mittendrin und dann ist zack, zerrapp die Frisur total im Eimer und da hilft Trockenshampoo einfach sensationell, in Sekunden einfach wieder eine schöne Frisur zu haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, ich habe das auf Instagram schon mal erzählt. Ich bin ja so ein Kopfschwitzer. Also wenn ich einen Reithelm aufhabe, egal ob das im Winter, im Frühjahr, im Sommer ist, also im Sommer ist es richtig schlimm, ich habe halt danach echt teilweise nasse Haare. Und wenn die dann getrocknet sind, sieht man richtig prima aus. Und da ist das Trockenshampoo tatsächlich eine Riesenhilfe, wenn man irgendwie noch einen Termin hat oder wenn man irgendwie auf dem Turnier nicht rumrennen möchte wie der letzte Horst, dann ist es einfach total sinnvoll, sich einmal ein bisschen frisch zu machen. Und deshalb habe ich nicht nur Deo im Anhänger, sondern auch standardmäßig das Batiste Trockenshampoo. Also mein absoluter, absoluter Tipp, zumal ich die Batiste Trockenshampoos auch eigentlich am allerliebsten habe, weil die einfach wahnsinnig gut riechen. Lustigerweise benutze ich eigentlich gerne das rosane Batiste gerne für zu Hause, wenn ich ausgehe oder sowas. Aber beim Reiten benutze ich am liebsten eigentlich das Original. Das riecht einfach so ein bisschen frischer. Also das Rosane riecht eher so ein bisschen süßlich blumig. Und das hier riecht halt super frisch und clean. Und das ist genau das, was ich nach dem Reiten brauche.
Ich habe mich jetzt aber auch schon wieder total verquatscht. Der Blick auf die Uhr zeigt, wir müssen dringend loslegen. Ich hole jetzt die Kobi, dann wird verladen und geputzt wird dann einfach vor Ort auf dem Annaberger Hof. Wir sind jetzt auf den letzten Metern zum Annaberger Hof. Das ist hier so ein Feldweg, Waldweg. Deshalb habe ich die Kamera einmal angemacht. Ich wollte euch nämlich erzählen, dass ich mit der Kubiline etwas ganz Besonderes vorhabe. Und zwar werden... die Kamera wackelt ein bisschen. Und zwar werden wir zusammen unser erstes richtiges Geländeturnier reiten. Und zwar draußen. Also wir waren ja bisher einmal in der Halle beim Geländereiterwettbewerb. Und diesmal haben wir ein Stilgeländeritt Klasse E genannt. Und tatsächlich habe ich einen Monat danach auch meine allererste E-Vielseitigkeit genannt. Also mit Dressur, mit Springen und mit Geländeteil. Das ist dann in Langenfeld. Ich bin schon ganz schön aufgeregt. Ich freue mich aber auch. Wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, ist der Geländeritt schon vorbei. Ich glaube, das Video kommt erst nach dem nächsten Wochenende. Ihr werdet das dann auf Insta erfahren, wie es gelaufen ist, oder ich schreibe es in die Infobox oder so. Aber jetzt aktuell liegt der Geländeritt noch vor uns und ich bin mega gespannt, mega aufgeregt. Ich freue mich aber auch total, weil die Kobi sich im Gelände so toll entwickelt hat. Und ja, schauen wir dann einfach mal, ne? Heute beim Jan werden wir jetzt noch mal ein bisschen Geländetraining machen, also ein bisschen Sicherheit bekommen, ein bisschen Galoppieren üben, einfach ein bisschen Mut anreiten sozusagen. Und dann kann es am nächsten Wochenende losgehen. Ich habe der Kobi ja beigebracht, dass sie nicht selbstständig aussteigt, sondern dass sie immer auf mein Signal wartet. Und dazu gehe ich einmal vorne zu ihr an den Kopf und gebe ihr das Signal für rückwärts. Und dann steigt sie ganz vorsichtig aus. So wie es sein soll. Gut. Super gut. Wo sind wir hier, Maus? Hm? Komm mit, Mäuschen. Vorsicht. Gesehen habt, waren die zwei Werkzeuge. Einmal der kleine Schraubenzieher und die Bürste. Damit habe ich die Stollenlöcher jetzt einmal vorbereitet. Und jetzt drehe ich diese Stollen rein. Die Kobi ist jetzt perfekt vorbereitet. Hat ihr Vorderzeug drauf. Die Beinchen sind geschützt. Da mache ich vorne auch immer Glocken fürs Gelände drauf. Hinten hat sie die hohen Gamaschen an und ihr seht, dass sie nicht rumstrampelt. Jetzt muss ich nur noch trensen und dann geht es mit ihr los. Und wie ihr seht, ich habe auch schon meinen Helm auf. Ich ziehe jetzt noch schnell meine Sicherheitsweste an und dann bin ich auch ready. Das war mega, mega, mega gut. Es war für die Kobiline auch ein bisschen anstrengend. Heute haben wir nämlich vor allem auch Galoppieren geübt und sie ist da immer noch so ein bisschen schüchtern und ich ja auch. Aber es hat echt gut geklappt. Ich habe mir jetzt als erstes schon mal die Gamaschen ausgezogen. Jetzt drehe ich ihr die Stollen raus und dann kriegt sie sofort was zu trinken. Und im Anschluss werde ich euch dann meine sensationelle After-Riding-Frisur präsentieren. Ob ich ein bisschen geschwitzt habe? Unwesentlich. Aber auf dem Kopf ist es noch schlimmer. Eieiei. Und spätestens jetzt wisst ihr, wofür ich Trockenshampoo brauche, wenn ich nach dem Reiten noch irgendwas vorhabe. Musik.
Ich habe das Produkt jetzt gerade das erste Mal ausprobiert. Mir kommt da ehrlich gesagt so ein bisschen ein zu gezielter Strahl raus. Deshalb werde ich wahrscheinlich doch hier bei dem Refresh-Gel bleiben. Das trage ich dann einfach nach der Belastung auf und zu Hause wird dann ja sowieso abgeduscht und mit Tonerdepaste eingerieben. Ich denke, ihr könnt sehen, so richtig gut sieht das hier nicht mehr aus. Ich habe meine Haare jetzt einmal ganz kurz trocknen lassen, habe die dafür aufgemacht und einmal durchgekämmt. Aber ich werde euch jetzt einmal zeigen, was das Trockenshampoo kann. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich noch ganz kurze Besprechung mit der Lisa, mit der Frau vom Jan. Außerdem wollen zwei, drei Mädels noch ein Foto machen und dafür brauche ich dringend Haarhilfe. Die Anwendung vom Batiste Trockenshampoo könnte nicht leichter sein. Ich benutze es zu Hause ja viel, wenn ich irgendwie ausgehe, wenn ich eine schöne Frisur haben will. Dann sprühe ich das wirklich aufs komplette Haar, weil das super tolles Volumen auch gibt. In so To-Go-Situationen wie jetzt gerade sprühe ich es aber eigentlich hauptsächlich hier so auf den Ansatz, auf den Scheitel, hier vorne auf die Partien, eben das, was man sieht. Dann kann man das Ganze einmal trocknen lassen, man schüttelt das Ganze einmal durch, dann einmal durchkämmen und dann kann man sich direkt eine Frisur machen. Ihr seht, das ist so ein bisschen wie Zauberei. Einfach mega, mega praktisch. Hier oben sehen meine Haare jetzt kein bisschen fettig mehr aus. Ich habe es jetzt hinten unten drunter auch gar nicht aufgetragen. Das könnte man natürlich auch machen. Aber jetzt auf die Schnelle reicht mir das, wenn die oben drauf ordentlich aussehen. Das heißt, ich kann mir jetzt einen Zopf machen und bin ready to go. Möchtest du auf die Wiese, Wölbchen? Das war eindeutig. Möchtest du auch auf die Wiese? Ich habe mich jetzt hier einmal an meine Sattelkammer hingesetzt, um euch ein bisschen was vom Cantolino zu erzählen, bevor ich den jetzt gleich reite. Denn verständlicherweise interessiert euch, was ein Cantolino ist. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass der Canto gut 3 Wochen in Belgien in einer Pferdeklinik war. Ich bin zur Untersuchung mit ihm hingefahren und man hat mir vor Ort dann geraten, ihn für die Reha direkt dazulassen, weil das Programm diese ersten 3 Wochen einfach so intensiv war, das könnte ich hier einfach gar nicht bewerkstelligen. Also weder von der Intensität noch von der Art der Anwendung. Der hat da wirklich 3 Wochen das Allerbeste vom Besten bekommen, in der Hoffnung, dass ihm das eben hilft. Die Frage, was hat Cantolino? Also er war plötzlich wieder lahm, ohne dass wir wirklich belastet haben. Man muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nach seinem Fesselträgerschaden ja sowieso sehr viel Zeit gelassen mit dem Antrainieren. Also wir sind viel länger Schritt gegangen, als wir mussten. Das Antrainieren habe ich langsamer gestaltet. Und auch als der Doc uns dann das Okay gegeben hat, dass wir wieder normal trainieren, dass wir anfangen zu springen, habe ich das Ganze wirklich sehr, 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 sehr langsam gestaltet. Also er ist vielleicht jetzt in der gesamten Zeit vielleicht 4-mal überhaupt richtig gesprungen. Und wenn ich jetzt von richtig rede, meine ich richtig. Also er ist weder irgendwie Parcours 2-mal gesprungen oder so. Es waren immer eher einzelne Sprünge. Ihr habt unter anderem diese Gymnastikstunde gesehen. Klar, da hat er dann auch diese kleine Linie gemacht. Aber generell war das von der Belastung weit, weit weg von dem, wo er mal war. Und demnach war ich doch sehr erschrocken, als er plötzlich lahm war. Zumal es irgendwie eine diffuse Lahmheit war. Fesselträger Ursprung ist ja oft, dass sie auf Weichem sehr lahm sind. Er war diesmal auf Hartem lahmer und war dann auch mal einen Tag so, einen Tag so. Und ich hatte auch das Gefühl, das springt. Final für mich genug, um sofort in die Klinik zu fahren. Und ich habe den Tipp mit der Klinik in Belgien bekommen und habe das jetzt einfach mal ausprobiert und muss sagen, dass ich wirklich sehr, sehr begeistert bin. Tatsächlich ist die Betreuung nochmal eine andere, sehr viel intensiver.
Und durch diese Möglichkeiten, das Pferd da auch zur Reha zu lassen, ist das einfach, glaube ich, ja, eine coole Kombination. Ein Grund, warum ich nach Belgien gefahren bin, ist übrigens auch, dass es da ein neues Ultraschallgerät gibt. UTC heißt das Ganze. Ich habe mich im Internet vorher ein bisschen schlau gemacht. Also ein normaler Ultraschall kann die Sehne darstellen, aber dieses UTC stellt das Ganze farblich dar. Und man kann dann sehen, okay, was ist ein alter Schaden, was ist ein neuer Schaden? Gibt es akut irgendwas an Entzündungsprozessen da drin? Gibt es Narben? Und das alles wird farblich dargestellt. Ich kenne mich final damit natürlich nicht genug aus, aber vom Prinzip her fand ich das so interessant, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das auf jeden Fall bei ihm machen lassen, um einmal wirklich in Anführungsstrichen in die Sehne reinzugucken, links und rechts, um zu wissen, wie da der Status quo ist. Wir haben Kanto dann einmal klinisch komplett auf den Kopf gestellt und haben mehrere Baustellen gefunden. Seine Sehnen sind beide nicht vollkommen in Ordnung. Also er hat akute kleine Baustellen an den Sehnen, zum Glück nichts am Ursprung. Er hat außerdem in den Fesselgelenken auch kleine Baustellen. Außerdem hat er hinten ein bisschen was. Sein Rücken ist, weil er ja auch noch mal eine längere Pause hatte mit Magen und so weiter, auch nicht der allerstärkste. Also insgesamt hat der Doc gesagt, okay, wir haben hier einiges, wo wir ran müssen. Ich würde euch jetzt gerne sagen, hey, wir haben 3 Wochen Pause und dann geht's wieder los. Der Doc war sehr, sehr ehrlich zu mir und inzwischen ist die Diagnose lang genug her, dass ich das eigentlich ziemlich gefasst kommunizieren kann. Fakt ist einfach, dass ich kein junges Pferd gekauft habe. Fakt ist, dass Kanto wahrscheinlich auch schon in Litauen doch deutlich mehr Kilometer auf dem Puckel hatte, als ich vielleicht wahrhaben wollte. Ich möchte damit auf keinen Fall sagen, dass mir irgendwer gesagt hat, das Pferd wäre unverbraucht. Aber wahrscheinlich hat er einfach ein paar Kilometer mehr auf den Füßen. Man weiß eben auch nicht, was in diesen 10, 11 Jahren mit ihm passiert ist, was er dann final alles gelaufen ist. Ich habe ja auf YouTube Videos gefunden, wo er doch ziemlich hoch springt. Und ich weiß natürlich nicht, wie oft er das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es Vorerkrankungen gab, von denen ich vielleicht gar nichts weiß, wo ich mir jetzt selber irgendwie Vorwürfe mache. Dabei sind das vielleicht Erkrankungen, die damals auch schon da waren. Das alles weiß man irgendwie nicht. Wenn man ein Pferd kauft, was eben nicht 3, 4, 5 Jahre alt ist, und selbst dann ist die Vorgeschichte immer so ein bisschen mit Fragezeichen behaftet. Und das hat der Doc in der Klinik mir einfach sehr, sehr ehrlich gesagt. Er hat gesagt, okay, wenn ich mir dieses Gesamtbild anschaue, wie er sich bewegt und so weiter, dann ist Kanto einfach kein frisches Pferd. Nun heißt es aber nicht, und das ist die gute Nachricht, dass so ein Pferd platt ist. Das heißt nicht, dass Kanto jetzt akut irgendwie eine so schlimme Verletzung hat, dass ich ihn nie mehr reiten kann. Aber, und das hat der Doc auch sehr ehrlich zu mir gesagt, er wird immer ein Pferd sein, was man managen muss. Es geht also jetzt darum, wir haben die akuten Sachen jetzt natürlich behandelt. Er ist unter anderem in den Aquatrainer gegangen und wurde da gekühlt. Also er ist den Aquatrainer tatsächlich nicht gelaufen wegen dieser Sehnengeschichte. Aber da wurden eben seine Beine gekühlt. Er hat Shockwave, also wie heißt denn das? Stoßwelle, genau. Er hat Stoßwelle bekommen, er hat Laser bekommen. All solche Sachen, also sie haben da wirklich alles gemacht, dass diese akute Phase einfach bestmöglich betreut wird. Er hat auch Sachen gespritzt bekommen und der Doc hat gesagt, das ist wirklich krass, wie gut er darauf anspringt. Also als ich ihn jetzt abgeholt habe, war er quasi schon lahmfrei. Und das spricht natürlich sehr für Kanto, sehr für seine Heilungskräfte, aber das heißt nicht, wir können jetzt loslegen. Diese minimalen Schäden brauchen trotzdem ein bisschen Zeit. Der Doc sagt aber auch, dass die Sehne unter einer gewissen Belastung heilen soll. Wie gesagt, es ist auch kein krasser Sehnenschaden, den er jetzt wieder hat. Es ist eher so, dass viele kleine Baustellen so ein bisschen zusammenkommen und ihm dann einfach das Leben schwer machen. Und er ist tatsächlich ein paar Tage, bevor er lahm war, in der Longe ein bisschen eskaliert. Wenn zum Beispiel dann sowas kommt oder er rastet mal auf der Weide aus oder irgendwas ist, was ihn dann in dem Moment belastet, kann ihm das einfach zu viel werden. Der Doc hat das mit Menschen verglichen. Wenn ich mit 30 einen Bänderriss habe, lege ich mich danach auch nicht bis ans Lebensende faul auf die Haut. Ganz im Gegenteil, es tut mir gut, wenn ich Reha mache, es tut mir gut, wenn ich mich bewege, wenn ich wieder in die Gänge komme. Und ich werde das mit Kanto einfach ausprobieren. Was verkraftet er, was verkraftet er nicht? Ich werde Kanto, so wie es aussieht, und es macht mich auch traurig, wahrscheinlich nicht mehr in einem L-Springen reiten. Und wahrscheinlich, und das macht mich ehrlich gesagt noch trauriger, werde ich Kanto auch nicht mehr im Busch reiten. Es kann aber auch sein, dass es ihm in einem Jahr so gut geht, dass er so stabil ist, dass der Doc sagt, hey, dreh doch eine Runde und gib ihm danach 2 Wochen frei. Es wird alles eine Management-Sache sein. Ich kann verstehen, dass das für euch vielleicht ein bisschen unbefriedigend ist, weil ich nicht so ganz klare Ansagen machen kann, aber ehrlich gesagt gibt mir das Hoffnung. Es ist kein Aus für Kanto, es ist kein Aus für unsere Reitzukunft,
Aber es heißt eben, ich muss wachsam sein, ich muss einen guten Blick für ihn haben und ich muss gut auf ihn aufpassen. Und einfach seine Belastung und seine Pausentage und das alles einfach ein bisschen managen und schauen, dass er das, was wir machen, eben gut verkraftet. Kanto ist 14. Klar kann ich jetzt sagen, ich stelle ein Pferd mit 14 weg in Rente, aber der Doc hat mir gesagt, davon wird es garantiert nicht besser. Klar könnte der da rumeiern und irgendwas, aber natürlich wünsche ich mir auch mit Kanto noch ein paar Sachen zu machen, sei es mal irgendwie ein Auftritt bei einer Messe oder... Ich habe das einfach noch nicht abgeschrieben und ich glaube, es ist von den Befunden her und das, was der Doc mir gesagt hat, absolut nicht der Zeitpunkt zu sagen, das war's für ihn. Sehe ich einfach absolut nicht. Es kann sein, dass ich meine Meinung in einem Jahr ändere, es kann sein, dass ich meine Meinung in 4 Jahren ändere. Fakt ist, dass ich in Ponyhausen natürlich auch nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten habe, dass er sich sehr, sehr viel am Tag bewegt, dass er viel rauskommt und wir werden einfach sehen. In diesem Sinne freue ich mich jetzt einfach mal, dass ich ihn schon Schritt reiten darf und genau das werde ich jetzt auch machen. Nein, ich mache natürlich nur Blödsinn mit der Schere. Ich schneide nicht Katos komplette Mähne ab, nur hinten so ein ganz kleines Stückchen, wo der Sattel immer so drauf liegt und oben das Stück unter dem Halfter. Keine Sorge, die Mähne bleibt erstmal dran. Auch wenn es aktuell nur im Schritt ist, ist es so, so schön, wieder auf dem Katolido zu sitzen. Ich genieße das sehr und ich versuche ihn auch im Schritt so ein bisschen zu arbeiten. Das hat der Doc uns auch erlaubt. Und das heißt, wir machen so ein bisschen mehr Schritt, ein bisschen weniger Schritt, ein bisschen aufnehmen, so dass er halt seinen ganzen Körper bewegt, hinten so ein bisschen übertreten lassen, das geht auch, so dass er eben von dem Schrittprogramm auch so ein bisschen profitiert. Den Catolino habe ich jetzt auch schnell einmal aufs Paddock gepackt. Solange er brav und lieb ist, darf er nämlich zum Glück auch raus. So kann er neben dem Reiten sich zumindest ein bisschen frei bewegen und sich vor allem auch rollen. Das hat er gerade auch schon ausgiebig gemacht. Für mich ist der Stalltag gleich auch zu Ende. Ich werde Catolino einsammeln, dann die Mädels einsammeln, dann nur noch füttern. Und ich hoffe natürlich, dass euch der Tag Spaß gemacht hat. Zugegebenermaßen, es war ein bisschen wenig Wölbchen. Aber dafür wird es demnächst nochmal ein komplettes Video mit der süßen Maus geben. Und ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdem Spaß hattet beim Zuschauen. Und wir, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Kommst du auch Tschüss sagen? Sag mal Tschüss, Catolino. Tschüss.